Hallo Leute, herzlich willkommen bei SLF Projektiv. Heute haben wir einen H&R-Tag. Zu meinem persönlichen Service ist mir im Raum Vorarlberg eine persönliche Zustellung wichtig. Weil der Kunde ist für mich mehr als ein Kunde, da ist mir ein guter persönlicher Kontakt wichtig und meistens entstehen auch gute Freundschaften dazu. Heute, das Besondere, heute gehen wir den Ronny vom RM besuchen. HVF, Gewindefeder von H&R. Wir steigen nachher an. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So Leute, hier sind wir bei RM, bei Ronny. Schild groß beschrieben. Hat er gut gemacht, so was nenne ich guten Kundenservice, damit der Kunde weiß, wo ist. So, hier haben wir ein schönes Stück Gewindefedern für den Ronny. H&R, heute ist H&R Tag. An die anderen, hier kommt es auch noch dran. So, es ist eine riesengroße Ehre für mich beim Ronny zu sein und ihn mit den H&R Gewindefedern zu beliefern, weil so ein Auto ist wirklich eine Seltenheit. Und der Ronny, der ist nur nicht beruflich autobegeistert, der ist auch sehr privat autobegeistert. Wir müssen uns ein schönes Stück anschauen, ein C63 AMG Edition 1. Sowas vor den Augen zu sehen, das ist wirklich eine Seltenheit. Also wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Ronny, vielen Dank für dein Vertrauen. Sehr gerne. Ich schätze das sehr. Das ist wirklich ein Hammergerät. Und vor allem die Optik, die Kombination, also das ist wirklich einzigartig. Sowas ist nicht jeden Tag zu sehen. Ronny, kannst du mir bitte irgendwas den Leuten, ich weiß ja viel Bescheid über deinen Betrieb, für was RM steht? RM steht für Ronny Mahoney, das ist mein Name. Das ist RM Autopflege. Wir machen keramische Lackversiegelung, ja, wir machen Innenaufbereitung, alles was rund ums Auto ist, was die Schönheit betrifft. Deswegen bin ich auch zu denen gekommen. Weil ich das Fahrwerk brauchte und ich sagte, dass ich das Beste wollte vom besten Mann. Also bin ich zu dir angegangen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das ist selbst reden. Wir kennen uns ja alle untereinander und von daher passt das immer, dass man sich untereinander auch hilft. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo du anbietest, wo du sagst, das ist für einen Kunde zum Beispiel sehr empfehlenswert, wo sein Auto gerade lackiert hat und empfindlich ist auf Steinschläge oder sonst was? Ja, natürlich. Das kommt in letzter Zeit ja sehr oft vor. Natürlich. Wir haben immer neue Fahrzeuge da und auch Oldtimer. Was wirklich up-to-date ist für die Leute, sind die keramischen Lackversiegelungen. Die keramischen Lackversiegelungen halten halt bis zu 4 Jahre. Sie haben eine sehr hohe Härte des Lacks dann am Ende. Bei dem Fahrzeug wird es jetzt auch noch gemacht. Vorteil ist halt, es ist wasserabweisend, UV-beständig. Man kann gerade bei teuren Fahrzeugen vorne die Fliegen einfach abwischen mit einem Mikrofaserlappen. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Wachs. Das ist also wirklich das, was man zurzeit nehmen kann, was wirklich das Allerbeste ist. Dafür sind wir eigentlich bekannt. Also liebe Leute, ich kann euch empfehlen, geht zum Ronny. Der Ronny ist nicht nur privat ein Autoliebhaber, er behandelt auch die Autos mit viel Liebe. Und für solche Leute, man sieht, er lebt es aus. Das ist ein Respekt gegenüber Fahrzeugen. Und der Respekt kriegt nicht nur ihr als Person, sondern eure Autos auch. Vielen Dank. Das ist das, was mir in meinem Job gefällt. Also, da geht's
kein Geld der Welt, da gibt es gar nichts, wo jemand mir diese Freude nehmen kann. Da kann man jemandem einen Job anbieten, wo ich 5.000 Euro im Monat oder 4.000 Euro verdienen kann. Und das ist nicht vergleichbar mit dem. Verdiene ich lieber das, was ich jetzt verdiene. Bleibt zwar ein bisschen übrig zum Leben, aber dafür bin ich glücklich. Dank diesem Job lerne ich solche Leute kennen wie der Marki C63ING, wie der Ronny, wie der Pascal aus dem schönen Mond da vorne, das ganze Zeug. Und diese Menschen, wo ich durch diesen Job kennenlerne, das ist für mich die Bedeutung und das Schönste, was es gibt. Es ist wurscht, ob im Bregenzer Wald oder ob es in Ufstenau ist oder irgendwo, sogar bei euch in Deutschland draußen. Also ich lerne Leute österreichweit, deutschlandweit kennen und das kann mir keiner nehmen. Und das ist auch nicht bezahlbar. Und ich möchte euch herzlich bei euch allen bedanken, die mir euer Vertrauen schenken und auf weiter gute, schöne Zeiten und gute Zusammenarbeit. So Leute, C63 AMG Edition 1 Nummer 2 haben wir bei uns im Haus. Höhe verstellbares Federsystem, HVF wie es H&R nennt. Funktioniert eigentlich genau tiptop. Da haben wir das, der Dämpfer, da haben wir den Verstellteller, Vorspannfeder, Hauptfeder. Man kann es eigentlich verstellen, ich finde es eine super Alternative. Jetzt haben wir mal Boris, für mich persönlich einer der besten Fahrwerkseinbauer im Bodenseeraum. Boris, ehrliche Meinung, was hast du für eine Meinung dazu, als hast du zum ersten Mal von H&R verbaut? Was hältst du davon? Ja, also wie gesagt, zum ersten Mal H&R. Wie immer die Qualität tipptopp. Und ich finde es halt eine super Alternative zu einem Gewindefahrwerk, weil ein Gewindefahrwerk für das Fahrzeug ist eine andere Preiskategorie wie zum Beispiel Gewindefedern. Und ich glaube, bei so einem Fahrzeug ist Performance mehr als Stance oder was weiß ich was. Oder? Ja, also ich finde auch vor allem, die ganzen Teile bleiben erhalten, die elektronische Dämpferverstellung und das ganze Zeug. Wie der Boris erwähnt hat, die Performance bleibt erhalten. Und Edition 1 C63 AMG, das haben wir bei Marki auch gesagt, das ist eigentlich ein Top-Performance-Auto. Also ich muss sagen, Jungs an H&R, Respekt, saubere Arbeit, die Qualität war top. Da sind wir alle einer Meinung und wie schon bei den Gewindefahrwerken hat sich H&R hier auch bewiesen, dass sie eine sehr gute Arbeit machen. I see so many motherfuckers wanna take a piece. Coming equipped with some shit, niggas just can't believe. I pull a trick from my sleeve, now kamikaze, I'm all over that nigga. Now come identify the body. My middle finger to you, hell niggas. Run up on me, and I'll be forced to let it go, nigga. I ain't the one you wanna try. Why? Staying high, hit the blunt and watch these motherfuckers die. Who's running the streets? I said that cocaine. Cause in the dope game, niggas will die for the cocaine. Another hustler making major cash. To the punk police, come raid your ass. Now you stretch doing fair time. And it's a bitch cause the judge gave you 8 years. You doing 6 and we know that you can't hang. You a trick, roll over, turn snitch like a bitch. Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should've ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? They got a nigga in the dice game. I'm feeling lucky, but the niggas just a